Hallo, heute gibt es mal wieder ein Zeitreisevideo, aber nicht anhand einer Playboy-Zeitung, sondern anhand einer Autozeitung. Und zwar habe ich die vom Simon aus der Schweiz bekommen, in einem tollen Paket damals. Und das ist eine alte Automotorsport vom Juni 1980. Da habe ich noch als Automechaniker gearbeitet. Und wenn ich mir das Titelbild so anschaue, die Autos, dann war das schon eine ganz andere Zeit. Das ist echt Vergangenheit. Schaut euch mal den Chrysler New Yorker da oben an. Den hier. Oder den Toyota Cressida. Wie so ein Mini-Ami-Schlitten. Wahnsinn. Und der Simon hat mir hier gleich schon ein paar so Merker reingemacht, hat vorgearbeitet. Aber jetzt wollen wir erst einmal so ein bisschen reden, was 1980 so passiert ist. Ronald Reagan hat die Präsidentschaftswahl in Amerika gewonnen. Zwar war Jimmy Carter in dem Zeit am Januar noch am Ruder und Reagan stand als neuer Präsident fest. Der achtjährige Golfkrieg zwischen Irak und Iran hat damals begonnen. Die Russen standen in Afghanistan, was weltweit Proteste erzeugt hat. Walter Röhrl hat die Rallye Monte Carlo gewonnen. Die Blechtrommel von Günter Grass kam ins Kino. Toller Film damals, unvergessen, habe ich mir im Kino angeschaut. Jimmy Carter, der Erdnussfarmer, der noch amtierende US-Präsident, musste bekannt geben, dass die Geiselbefreiung in Teheran gescheitert war. Großes Fiasko damals auf dem Balkan. Tito stirbt, der Staatschef von Jugoslawien. Die Bayern sind wieder mal deutscher Meister geworden. Oktoberfest-Bombenanschlag war 1980 bis heute unvergessen und auch nicht richtig aufgeklärt. Dallas ist ins deutsche Fernsehen gekommen und hat sofort Begeisterungsstürme ausgelöst. Ganz Deutschland ist vom Fernsehen gesessen und zum Jahresende hin noch was Trauriges. John Lennon wurde erschossen vor seinem Haus, vor dem Dakota Building in New York. So viel zu 1980. Jetzt fangen wir mit der Zeitung an. Ich gehe von vorn nach hinten durch. Und schauen wir die Merker an, die, wo man der Simon da reingemacht hat. Ist halt ein spontanes Video. Hab die Zeitung gesehen und gedacht, das machen wir heute. Ed wieder unterwegs. Hier, Werbung vom Camelmann irgendwo im Dschungel von Südamerika mit seiner Camelfilter. Auch die habe ich damals geraucht zu der Zeit. Der nächste Merker. Siemens, der Marathonläufer. So haben die Fernsehgeräte damals ausgeschaut. Bei den Fernsehern war es damals wie bei einem Eisberg. Ein Drittel hat man gesehen, die Vorderseite, und zwei Drittel nach hinten. Die Bildröhre ist ewig nach hinten gegangen. Die kann man allein fast nicht die Treppe rauftragen. Und teuer waren sie. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich dann in den 80er Jahren, glaube ich, fast 2000 Mark für meinen Farbfernseher bezahlt habe. Das war die Hälfte von meiner Ablösung bei der Bundeswehr. Dann hier Manta. Der Manta war noch aktuell. Damals hat er mir nicht gefallen. Heute finde ich ihn cool. Würde ich auch fahren. Kultauto. Da wären so viele Geschichten dann hier. Ja. Der Simmer BMW. Damals noch keine rechte Konkurrenz für die Mercedes S-Klasse. Haben eher nur die Bayern gefahren und Inspektor Derrick natürlich. Wer erinnert sich nicht an den legendären Satz, Harry, hol doch mal das Auto. Soll ja so nie gefallen sein. Und der Derrick hatte als Dienstwagen eben so einen Simmer BMW. Da war Benz noch vorn, würde ich sagen. Seiten haben sich geändert, ebenbürtig geworden. Dann, was würde man nicht heute drum geben, wenn es die noch unverfälscht zu kaufen gäbe? Eine schöne schwarze Goloise, die so richtig schön kratzt hat im Hals. Heute gibt es bloß noch diese verwaschenen Pseudo-Goloise. Das war auch eine Revolution, der Schwanenhalsradio vom Blaupunkt.
Dann hatte der Freund von meinem Vater damals in seiner S-Klasse so ein bisschen Fernbedienung. Das Gerät war irgendwo verbaut und das Teil ist dann so hochgekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und was es auch schon gegeben hat, man glaubt es kaum, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Snickers. Damals noch ein bisschen in einem anderen Design, mit roten statt braunen Papier. Herzhaft, kernig, bissig. Dafür hat man immer eine Hand frei. Und immer muss der Abenteurer dran glauben, in der Schimanski-Jacke, mit seinem Seesack auf der Schulter. Egal ob Camel oder Snickers, immer der Abenteurer, der die Werbung macht dafür. Nichts vergessen. Nächster Stopp. Nissan Bluebird. Das waren noch richtige Schiffe mit schönen, großen, gusseisernen Sechszylindermotoren. Unverwüstlich, diese alten Nissan und Toyotas. Den hat er Simon, sein Onkel Freddy, gehabt, steht da. 13.795 D-Mark hat er gekostet. Habe ich auch noch Uwe Seeler, sein Lieblingsrasierwasser. Hattrick. Gibt es heute unverändert. Klassiker habe ich schon vorgestellt im Duft unserer Väter und Großväter. Eine Riesenflasche. Gibt es gleich bei Drogeriemarkt Müller und DM. Spottbillig, da kannst du ein paar Jahre das Gesicht einschmieren damit. Und riecht nicht einmal schlecht. Hier so eine Dolce Vita Werbung, italienischer Lifestyle. Und hier drüben der Drum. Drehtabak. Habe ich auch schon mal vorgestellt. Typischer Haftswarer aus Holland. Und hier Tafelrunde der 90er Jahre Weihnachten, was man damals so gegessen hat. Pasteten, Lobster. Das war auch die große Zeit der Videorekorder, die sind da gerade rausgekommen, waren noch schweineteuer, zu dem Zeitpunkt noch unerschwinglich. Meinen ersten Videorekorder habe ich 1983 gekauft, aber da, die gab es schon, waren ganz wenige, die sich damals den Luxus von einem Videorekorder gegönnt haben. VHS, was sich später auch durchgesetzt hat, gab es ja noch das Beta und das Video 2000, hat es immer so Fraktionen gegeben und die Frage war, was ist besser? Könnt ihr mal in die Videobeschreibung reinpacken, wie ihr das mit den Systemen damals, für was euch ihr entschieden habt und was ihr am besten gefunden habt. Das 2000er, das Beta oder das VHS. Die Japaner sind langsam ganz stark vertreten gewesen. Mitsubishi ist auch Ende der 70er Jahre bei uns erschienen in Deutschland und der Colt war so ein Erfolgsmodell. Da gab es dann noch den Sapporo, weiß ich. Ein Galant, glaube ich. So haben damals die Autoradios ausgeschaut, diese analogen Geräte, wo man die Kassetten reinschieben konnten, völlig. Der hat sogar schon eine digitale Frequenzanzeige, das ist schon was Besseres. Autoradio war früher immer Luxus, ein Thema. Da, wenn man sich für 180 Mark so ein Pioneer Radio gegönnt hat, das war eine Mordsinvestition, da war man stolz drauf. Zu guter Letzt kommt dann noch die gute alte HB. HB ist mild und schmeckt. Wird immer mit Abenteuer beworben, die Zigarettenwerbung.
Und auf der Rückseite auch was ganz Exotisches damals. War nicht so ein Massensport, wirklich was für Außenseiter. Da war das Tauchen. Aber das Tauchen noch, was für Jacques Cousteau und für ein paar Reiche und Individualisten. Hier die alten Waterbatterien, die kennt ihr auch noch, das Design, gell? Schau ich noch, ob ich was vergessen habe, was man noch zeigen kann. Honda Civic, die ersten, haben damals teilweise ausgeschaut wie so Karussellautos, so Schiffsschaukeln, die japanischen Autos, die kleinen. Terrosson-Sortiment im alten Design, kenne ich alles noch, damals verwendet. Spachtel, Hohlraum und der Bodenschutz. Terrosson, was des Künstlers, des Spenglers Kunst nicht ziert, wird mit Terrosson verschmiert. Damals wie heute. Audi. Dürfen wir heute auch wieder fahren. Ja, interessant. Eine echte Zeitreise war das jetzt wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich sag danke an Simon nochmal für das tolle Heft. Und wir sehen uns demnächst. Ciao und Servus.